für tolle Bildeffekte, die ohne Ebenen, Kompositionen und Montagen auskommen, ist Pixel Express das geeignete Tool. In der Folge zeige ich dir ein paar Tricks, wie du mit einfachen Mitteln sehr wirkungsvolle Bildeffekte erzeugen kannst. Zum Beispiel machen wir aus diesem zugegebenermaßen schon so etwas düsteren und kaputten Bild eine wirklich unheimliche Szenerie. Ich zeige dir aber auch, wie du ein Fotokärtchen gestalten kannst oder eine Karikatur erzeugen. Ich wähle also Pixel Express und du hast die Möglichkeit, Bilder von deinem Computer hochzuladen, sie über eine Webadresse zu öffnen oder direkt auf deine Webcam zuzugreifen. Wir wählen jetzt das erste und ich wähle dieses Bild vom Schreibtisch aus. Und du siehst, du hast hier verschiedene Bereiche, aus denen du auswählen kannst. Mit Adjustment hast du die üblichen Optimierungsmöglichkeiten vom Zuschneiden. Farbeinstellungen kannst du hier anpassen, drehen, Ausschnitte bestimmen, aber auch die Schärfe und den Kontrast kannst du nachträglich noch ändern. Ich werde hier jetzt lediglich die Schärfe etwas verstärken. Über Amount kannst du die Stärke des Filters einstellen. Du siehst, man sieht jetzt schon wesentlich mehr Details. Radius gibt an, in welchem Bereich das geschärft wird, also wie feine Details das herausgeholt werden. Da würde ich nicht eine zu große Zahl wählen, vielleicht etwa 7. Du siehst, es wirkt jetzt schon wesentlich detailreicher. Ich klicke auf Apply, um diese Einstellung zu übernehmen und gehe jetzt zu den Effekten. Hier wähle ich, da kannst du einfach ein bisschen ausprobieren, beispielsweise Vintage. Hier hast du verschiedene Möglichkeiten, dein Bild älter wirken zu lassen, so ein bisschen verblasst. Du kannst sie auch so diese Leiste so horizontal rüberziehen. Ich wähle nun mal vielleicht Doris und klicke wiederum auf Apply. Nun komme ich zum Overlay. Hier möchte ich, dass so eine alte Kamera simuliert wird. Du hast hier ganz verschiedene Möglichkeiten, auch so postermäßiges. Das würde dann so ausschauen. Das lasse ich jetzt aber mit Cancel, komme ich wieder zurück zur Übersicht und wähle stattdessen Olga. Und hier vielleicht gerade das erste. Du siehst, es gibt so Randabschattungen. Das Bild wird dadurch etwas düsterer. Mit Apply wird das übernommen. Als nächstes lege ich noch so ein Muster darüber. Beispielsweise Grunge. Und hier wähle ich Splashed. Das ist mir jetzt doch ein bisschen zu stark, diese Flecken, deshalb dämpfe ich das ein bisschen ab, dass es nur so ein bisschen fleckig wird, vielleicht etwa so, und wähle wiederum Apply. Und als letztes nehmen wir noch einen Rahmen. Ich gehe hier von den Basiseinstellungen ein. Es gibt auch so Rahmen, die so Filmmuster andeuten. Ich wähle hier Dirt. So, du siehst, es ist jetzt schon recht düster geworden. Um das Bild jetzt zu speichern, wählst du hier oben Save. Du kannst die Qualität einstellen. Du siehst gerade die Größe, die erwartet wird. Du kannst einen Namen wählen und klickst auf Save und wirst nun gefragt, wohin, dass du das speichern möchtest. In meinem Fall auf den Schreibtisch bzw. Desktop. Ich habe hier schon ein weiteres Bild bereit, um dir zu zeigen, wie man ein Fotokärtchen machen kann. In diesem Fall ist es schon im richtigen Format. Ich wähle ein bisschen einen hübschen Rahmen. Vielleicht einen Naturrahmen. Hier probiere ich es mal mit Lilia vielleicht.
Naja, vielleicht durch Margaret. Lasse ich mal so und klicke auf Übernehmen. Du hättest Möglichkeit, hier noch so Sticker und so comic-mäßige Effekte reinzuziehen. Das finde ich jetzt in diesem Fall doch eher unpassend. Hingegen eine Schrift möchte ich noch einfügen. Da nehme ich vielleicht so eine Retro-Schrift. Und du siehst, du hast hier ganz viele Möglichkeiten. Nehmen wir vielleicht das. Selbstverständlich kannst du die Farbe noch anpassen. Da nehme ich vielleicht ein Grün. Ja, du siehst, du hast in no time so ein hübsches Kärtchen erstellt. Als letztes noch, wirklich witzig finde ich die Verzerrungsmöglichkeiten. Ich habe hier ein Bild von Wladimir Putin geöffnet. Gefunden habe ich es, indem ich in den Suchoptionen noch zur Wiedergabe und Veränderung gekennzeichnet ausgewählt habe, so habe ich nur Bilder, die ich effektiv auch bearbeiten und weiter veröffentlichen darf. Nun, hier ist er also und über Adjustment Liquify hast du die Möglichkeit mit Shrink, so die Augen zu verkleinern, mit Enlarge die Nase zu vergrößern und mit Push in die Länge zu ziehen, vielleicht so. Du kannst auch seine Mundwinkel etwas runterziehen, indem du die Pinselgröße etwas verkleinerst, hast du die Möglichkeit, jetzt hier seinen Gesichtsausdruck wesentlich zu verändern. Ich mache ihn jetzt etwas grimmiger. So, du siehst, es ist also kinderleicht, eine Karikatur zu machen. Natürlich muss man ein bisschen das Gespür haben, was das man verändert, über was das man sich effektiv dann auch lustig macht.